Hallo, herzlich willkommen zum Kachelmann Wochenwetter für die Woche vom 27. Juni, dem Siebenschläfertag, bis zum 1. Juli. Das Wetter wird wechselhaft sein in der kommenden Woche. Immer wieder gibt es von Nordwesten her mal ein paar dichtere Wolkenfelder mit Schauern, vielleicht auch wieder mit Gewittern zum Mittwoch hin. Da gehe ich aber gleich noch genauer drauf ein. Schauen wir uns erstmal den Montag an, den morgigen Siebenschläfertag. Man sagt ja, dass das Wetter dann etwa 7 Wochen so bleiben mag. Ist natürlich völliger Quatsch. Ich blende hier unten unter dem Video auch noch einen Link ein, wo man da das Video von Rebecca sehen kann, die da genau den Siebenschläfer erklärt und was es mit dem auf sich hat. Morgen am Siebenschläfertag, da wird es ein paar dickere Wolkenfelder geben und da wird es vor allem im Nordwesten auch mal Schauer geben oder zeitweiligen Regen geben. Ein bisschen freundlicher ist es nach Osten hin. Ganz im Südosten sind auch noch einzelne Schauer im Südosten Bayerns unterwegs. Die Temperaturen im Westen wird es ein bisschen frischer sein unter dichteren Wolken mit dem Regen und mit den Schauern bei so etwa 15 bis 17 Grad. Je weiter man nach Osten kommt, zu Oder hin oder auch nach Südosten, da wird es ein bisschen wärmer sein. Richtung Oder und Richtung Lausitz, da sind es durchaus 24 Grad, die morgen erreicht werden können. Dienstag geht es dann weiter mit leicht wechselhaftem Wetter. Es gibt Schauer, insbesondere in einem Streifen, so etwa vom Saarland, von der Pfalz aus rüber Richtung Erzgebirge, Richtung Sachsen hin. Da können sich einzelne Schauer bilden. Ansonsten gibt es aber auch sonnige Abschnitte und auch ein paar dickere Quellwolken. Ab und zu sind auch in den anderen Landesteilen mal kurze Schauer möglich. Aber wird nicht viel passieren. Es wird eigentlich recht freundlich sein. Temperaturen wieder im Osten am höchsten mit durchaus 24, 25 Grad. Aber auch im Westen steigen die Temperaturen am Dienstag gegenüber dem Montag wieder etwas an. Mittwoch, wie angesprochen, wird es ein bisschen brenzliger von der Lage her. Da drückt wieder kühlere Luft von Westen herein. Und im Osten und Südosten ist die Luft wieder deutlich wärmer. Da können durchaus 27, 28 Grad erreicht werden in der Lausitz oder ganz im Südosten Bayerns. Und wie angesprochen, kommt von Nordwesten dann die kühlere Luft rein. Und dann kann es wieder kräftige Schauer und Gewitter geben in einem Streifen von etwa Mecklenburg-Vorpommern über Brandenburg-Sachsen bis runter Richtung Alpenrand. Im Nordwesten sind nur ein paar einzelne Schauer unterwegs. Dazwischen gibt es auch mal einen Streifen, der recht nett ist. Also es könnte am Mittwoch wieder ein bisschen brenzliger im Osten und Südosten werden. Donnerstag hält sich weiterhin diese warme Luft im Osten. Da sind weiterhin dann Schauer und Gewitter möglich. Die können punktuell auch mal kräftiger sein. Schwüle Luft ist da wieder vorhanden, mit Temperaturen von teilweise über 25 Grad. Wenn man weiter nach Westen, Nordwesten geht, da sieht es ein bisschen besser aus. Freundlich wird es vor allem sein Richtung Nordseeküste und nach unten am Alpenrand. Da passiert nicht sonderlich viel am Donnerstag. Freitag ziehen dann schon wieder dichte Wolken rein von Nordwesten. Da kommt dann wieder so ein Regenband reingezogen mit dichteren Wolken und zeitweiligem Regen. Die wärmere Luft bleibt weiterhin im Osten und Südosten vorhanden. Da kann es ab und zu auch noch mal ein Gewitter geben, aber überwiegend wird es da doch am Freitag trocken sein mit Sonne und Wolken im Wechsel. Eher der Regen und die Schauer sind im Westen und Nordwesten unterwegs. Wie sieht es denn aus dann für den Trend der kommenden 10 Tage? Am Beispiel Berlin sieht man, dass die Temperaturen immer so um die 25 Grad rumliegen. Also da bleibt das Sommerwetter eigentlich erhalten in den nächsten 10 Tagen. Und da ist der Siebenschläfer ganz interessant. Man soll sich das Video unbedingt von Rebecca ansehen. Denn was die ersten 7 bis 10 Tage im Juli hergeben an Wetterlage, das wird auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann so weitergehen. Also Berlin sieht so ziemlich nach Sommerwetter aus. Zum Ende sogar immer noch ansteigen bis Richtung 30 Grad einzelner Modellläufe. Nach Köln hin, wenn wir uns das da angucken, da sieht es ein bisschen gemäßigter aus. Meistens sind die Temperaturen so um die 20, 22 Grad als Höchstwerte. Die werden dann aber auch zum Ende hin langsam ansteigen auf Richtung 25 Grad und drüber. Wir werden sehen, was bei Wetter passiert. Ich wünsche eine schöne Woche. Wir sehen uns dann wieder demnächst. Rebecca macht das Wochenend-Video am kommenden Freitag. Alles Gute, bis demnächst und tschüss.